CT Games. Und damit hallo und herzlich willkommen hier beim Let's Play von Lego Herr der Ringe hier auf Excentria LP. Mein Name ist Janika. Und mein Name ist Jona und wir spielen heute den neuesten Teil der Lego Trilogie, der Lego Spiele sozusagen. Lego der Herr der Ringe ist so ein Spiel, auf das wir eigentlich schon lange gewartet haben. Also ich freue mich wirklich riesig drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, ihr auch. Ja, weil die haben ja ein paar neue Elemente eingebaut sozusagen, nämlich Rollenspielelemente, eine offene Welt, so Sachen wie Crafting und Charakterentwicklung. Und genau deshalb freue ich mich eigentlich auch so sehr darauf. Natürlich freue ich mich auch darauf, weil, jetzt wird gerade hier die Intro gezeigt, ich freue mich natürlich auch drauf, weil einfach die Filme so gut waren. Und ja, bevor wir jetzt noch lange quatschen, spielen wir eigentlich jetzt gleich mal. Hallo? Okay, und da sind wir wieder zurück beim Anfang. Ja, wir haben jetzt gerade zu lange gewartet, deshalb kommt gleich nochmal die Intro. Was? Warum ist eigentlich die Auflösung gerade so komisch auf dem Bildschirm? Die Seitenverhältnis ist ein bisschen komisch, kann es sein. Aber naja. Kann man da nicht reden. Ich würde schon gerne. Kurz her, Achtung. Ah ne, wir sollten es eigentlich. Naja, okay. Wir drücken jetzt mal Start, damit es nicht nochmal passiert. Und damit sehen wir uns jetzt im Prolog wieder. Und machen ein neues Spiel. Und nehmen Speicherstand 3 und bestätigen. Es gab schon Spielstand, weil wir blind spielen. Also nee, mein Bruder hat schon mal angefangen zu zocken. Auf 2 Spielständen, weil er natürlich so cool ist und was weiß ich was. Und wir beginnen jetzt ein neues Spiel. Um nicht zu lügen, also Jona spielt blind, ich nicht. Nein, eigentlich andersrum. Also ich habe schon mal gestern ein bisschen angezockt, um mal zu testen, wie das so ist. Und wir überspringen die Zwischensequenz nicht. Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. 3 wurden den Elben gegeben, unsterblich und die weisesten und reinsten aller Lebewesen. 7 den Zwergenherrschern, großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und 9 Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Denn diese Ringe bergen die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten. Doch sie wurden alle betrogen. Denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. Ein Ring, sie zu knechten. Doch einige lästigen Widerstand. Yeah. Einem fällt wirklich auf, wie die wirklich die ganzen Kameraeinstellungen sogar übernommen haben von den Filmen. Ja, also ist wirklich 1:1 übernommen eigentlich. Außer natürlich ein paar Anspielungen auf so ein paar Sachen, die halt eher nicht so ernst genommen werden. Ich hoffe mal, ein bisschen Lego-Humor ist auch noch drin davon. Ich habe die ganzen alten Spiele auch schon gespielt, also jetzt Lego Batman nicht unbedingt, aber. Wobei das ja gut sein soll eigentlich. Ne? Das soll auch ganz gut sein. Und das ist ja echt wirklich 1:1 übernommen. Drück mal Start, damit du auch reinkommst. Ja. Warum ist denn die Auflösung immer noch so komisch? Also du bist gerade Elrond, ich bin jetzt hier gerade Ding. Ich sag mal, ist das normal hier? Das? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ja, hier kommen die ersten Orks rein, geritten sozusagen. Ich hau mal kurz hier die ersten weg. Oh. Wir müssen jetzt die ersten 5 Fahnenträger hier weghauen. Alter. Und dass es weitergeht. Mit der Störung muss ich noch erst zurechtkommen. Wer bin ich denn überhaupt? Du bist Elrond. Der mit dem langen hellen Schwert. Der rechts, ja genau. Ah, hier habe ich einen Fahnenträger. Also für die jetzt glauben, das ganze Spiel ist hier nur so ein epischer Kampf, der wird sich wundern, denn es ändert sich noch sehr stark. Das ist jetzt nur so der Prolog im Prinzip. Ah, jetzt hat es sich geändert. Ich weiß nicht, warum es gerade so springt, das Bild. Ich denke, bei euch würde es ganz normal sein. Ja, es ist nur gerade ein bisschen mit der Anzeige ein bisschen komisch. So, wir müssen erstmal die Fahnenträger hier weghauen, damit wir weiterkommen.
Also die ein bisschen sich mit Lego-Spielen auskennen, das sieht ja eigentlich ganz normal aus wie die bisherigen Spiele. Der Splitscreen ist leider auch noch wie früher, also mit diesem komischen... Na gut, was heißt wie früher seit dem Lego Indiana Jones 2? Da fing es ja erst an mit dem Splitscreen so. Davor gab es ja nur diese eine Kamera, die da immer alle gezeigt hat, oder nicht? War das nicht so? Gibt es irgendwie auch so kleine Quicktime-Events? Hier stand gerade irgendwie XXX. Ja, das gibt es jetzt seit... ich weiß nicht, ob das in Batman auch schon gab, aber... Das Kampfsystem ist ein bisschen flüssiger. Also von ja. Warte, ich nehme mal kurz Elrond, der ist nämlich ein bisschen stärker. Der Schicksalsberg, yeah. Okay, jetzt... Oh, jetzt wachsen hier so komische Dinger aus dem Boden. Ah, oh, und jetzt muss ich hier mit... Jetzt musst du mit, warte, ich... Du musst jetzt mit Elendil... Ah, nee, ich bin jetzt schon Elendil, ich muss die Dinger zerschlagen, weil ich hab... Man kann sogar, ich kann jetzt mal ganz kurz zeigen, hier die, Waffen und das alles ändern, aber das glaube ich geht gerade nicht, weil wir gerade in so einer Zwischensequenz sind. Also in so einem Boss-Battle im Prinzip, das wird sich nachher auch noch zeigen. So, jetzt hier noch den letzten Turm. Dann ist auch schon... Es erinnert mich jetzt schon wieder gleich an Lord of the Weed. Ja. Dem, ja, Schlacht beginnt aufs Maul und dann... Lord of the Weed, das ist ja schon geil, ja. Muss man schon sagen. Das ist eigentlich schon ziemlich lecker. So, jetzt kommt... Ja. Yay. Pam. Oh, schon wieder gesprungen. Ich will jetzt ja nicht spoilern, aber ich glaube, jetzt kommt Sauron auch schon. Tja. Alter, der ist echt riesig in dem Fall. Also echt übelst. Echt exakt übernommen. Das ist so krass. Ich find's richtig geil. So. Und das Krasse ist, wir müssen jetzt wirklich gegen Sauron kämpfen. Ich bin jetzt hier gerade Elendil. Und der haut jetzt hier erstmal alle weg. Und wir müssen jetzt ernsthaft darauf zurennen, auf ihn. Und aber jetzt guck doch mal nach draußen. Man sieht wirklich, jede Lego-Figur hat ihre eigenen Schatten. Und so viele werden hier dargestellt. Also es ist echt, krass. Für ein Lego-Spiel ist es echt unglaublich. Also, wie sollen wir den jetzt hier platt kriegen, bitte? Ah, da kommen ein paar Orks. Die hau ich gleich mal weg, glaube ich. Oh, Alter, scheiße. Okay, das gab's davor auch noch nicht bei dem Spiel. Wie soll man den besiegen? Ich glaube, wenn man einfach drauf zurennen und den weg auf den schlagen, dann passiert gar nichts. Ach, das Ding verfolgt dann, kann das sein? Ja, es ist ein bisschen komisch. Ah, oh, ich schlag gerade Isildur aus Versehen. Ich glaube, ich muss da hinrennen und da schlagen, oder? Ja, eins haben wir abgezogen, ein Leben. So müssten wir das dann eigentlich auch schaffen. Da rennt ein Ork hinter dir her, gell? Nur so als Information. Ich weiß nicht, ist es beim Einzelspieler auch so winzig, die Figuren? Also nee, das ist überhaupt nicht so. Das ist nur so, weil so viele Figuren einfach sie darstellen wollten. Das ist nur in dem Moment, ja, glaube ich. Also, mich noch ein bisschen, aber ja, der Splitscreen ist echt etwas nervig, muss man schon sagen. Weil wir sind gerade echt nur ein paar Meter auseinander gewesen und der Splitscreen beginnt schon. Ah, nervige Orks. So, jetzt komm, Schlag in den Boden. Muss hier weg. Gibt's ja irgendeinen Trick, den du auf dem am besten unter ihn stellen? Ja, wahrscheinlich. Achtung, Orks kommen wieder. So. Also ich benutze es gerade nur die X-Taste eigentlich. Gibt's noch andere Tasten, so B. Zum Kämpfen, also B, wenn du auf B bleibst, dann kannst du dein Inventar öffnen. Ah, ich muss da hinrennen, das kann nämlich nur ich machen. Aber jetzt noch nicht, oder? Nee, das kannst du jetzt noch nicht, weil das jetzt hier so ein Prolog ist, wo halt alles schon festgelegt ist. Okay. Aber nachher hast du dann wirklich, glaube ich, 10 verschiedene Slots, in denen du deine Waffen und Werkzeuge wechseln kannst. Und auf Y kannst du dann dieses Rad sehen, wo die Charaktere drin sind. Also zeige ich mal ganz kurz hier schnell. Noch ein Leben. Das ist immer so ein Krater aus dem Boden kommt. Ich habe da hier einen Ork, der musst du weg. Und da... Wer ist das denn? Ach so, das ist... Mann, ich denke immer, das wäre ein Ork. Aber es ist Isildur. Oh, nein. Scheiße. Achtung, schon wieder ein Ork hier. Die Orks sind auch irgendwie cool gemacht, finde ich. Also vor allem die Schwerter sind ziemlich... Ja, das sehe ich aus der Distanz vor allem. Ja, aber ich meine am Anfang im... In der Zwischensequenz am Anfang bei TT Games. Wo ich natürlich wieder... Okay, da kommt wieder einer. Aber jetzt könnte es sein... Ah, jetzt gehe ich da mal kurz hin. Und jetzt haben wir ihn. Ja, wir haben es geschafft. Und yay. Yeah. Geschahen je
Moment Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Sauron, der Feind der freien Völker Mittelerdes, war besiegt. Der Ring ging an Isildur, der nun die Gelegenheit hatte, das Böse für immer zu vernichten. Isildur, schnell! Ich frage mich immer, wie sie den Ring überhaupt aufsetzen wollen auf den Finger, weil die haben ja keine Finger. Ich meine, das ist eine berechtigte Frage. Ja, ich meine, Isildur hackt alle Orks klein, natürlich. Okay, warte, ich zerschlag mal hier das Zeug, weil wir wollen ja ein bisschen Geld sammeln, auch um alle Charaktere nachzuzeigen. Also nicht alle, aber halt ein paar, weißt du? Was ist das denn hier bitte? Denn man kann ja später auch wirklich durch die Quests und alles, was wir ja vorhin schon erwähnt haben. Achso, genau, hier ist eine Speicherstatue, wollte ich ja auch schon mal zeigen. Ja, komm, wenn in die Lava, dann wird alles gut. Ja. Ja, also wir sind die. Also übrigens, ich bin gerade Isildur, also rechts der Mensch. Er ist gerade Elrond. Elrond kann auch ziemlich hoch springen, das. Interessanter ist ein Screed-Anlage jetzt. Ja, es ist ein Screed in Lego. Das fand ich auch so cool bei der Gamescom. Da haben sie dann bei Warcraft, beim Blizzard-Stand, da haben sie so einen riesigen Lego Warcraft-Ork aufgebaut. Das wäre auch mal geil, wenn so ein Lego Warcraft rauskommen würde. Wo bin ich denn gerade? Ach so, wäre eigentlich nicht so geil. Warum denn? Normales Warcraft, kein World of Warcraft. Also ich war von zum Beispiel Lego Universe. Auch so natürlich, ja. Ja gut, ich meine, aber Warcraft ist ja nicht das Online, das ist ja Warcraft normal. Achso, ja, verdammt. Oh, ich glaube, es war. Nein, du hast mich gerade fühlst da reingehauen ins Feuer. Ja, ich kann auch deine Münzen einsammeln. Ihr wisst ja, wer am Schluss am meisten Münzen hat, der ist halt der ist der übelste Pro, natürlich, ja. Zerschlagt man hier schön die Zacken. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Oblivion, die Ebene von Oblivion. Aber machst du eigentlich 10.000 Münzen? Ich habe erst. Ich bin auch Isildur, hallo, ich meine, was soll ich denn sonst haben? Fame and Bitches oder was? Da unten ist es so eine Art Artefakt. Ja, das kann man leider noch nicht holen. Ich glaube, da braucht man irgendeinen speziellen Charakter dafür. Ich pack mal kurz das Ding klein. Und was kommt da aus der Erde? Ah, natürlich Orks, wie immer. Komm mal her, helf mir jetzt, helf mir! Ah. Und mit epischem Soundtrack von Herr. Was machst du denn? Natürlich, warte, wir schlagen mal das Ding hier noch kaputt. Was macht der denn? Ich will dich nicht schlagen, ich will hier drauf. Warum rennt er denn nach hinten? Ein bisschen buggy die Stelle gerade, das habe ich vorher auch schon mal gemerkt. Ich hab's ja schon mal angespielt. Das ist irgendwie. Ach, da kannst du höher springen, genau. Du bist ja Elrond. Elben können höher springen. Also du musst da jetzt hoch. Ich schlag mal kurz die Statue hier kaputt. So. Was machst du? Ach, das kannst du nicht runterschlagen. Nee, das kannst du. Nein, du musst es wegschieben, das Ding runterschieben. Ja, schon, aber da hinten war es. Ja, da kann ich nachher holen. Ja, das kann ich. Hallo? Geht's weiter? Achso. Das Bild schon wieder so. Ah, gut, jetzt ist normal. Ich weiß gar nicht, warum das gerade so ist. Du kannst nicht das schlagen. Ich habe das Masterschwert. Und ich habe auch ich den. Will das einsammeln. Epische. Kämpfe hier gegen irgendwelche Steine. Also ich bin mal richtig gespannt auf die offene Spielwelt. Ja, das, ja gut, mein, das ist jetzt klar, dass hier der Prolog nicht offen ist, weil der Prolog ist ja. Jetzt komm, ich will nicht nochmal sterben. Also ist es jetzt bestätigt, dass sie wirklich Skyrim als Vorbild genommen haben? Also das haben sie gesagt jedenfalls mal. Es ist natürlich kein Skyrim, das ist klar, weil es ist ja Herr der Ringe. Mhm. Ach, wirklich. Aber, sie haben sich halt echt vorgenommen, neue Elemente einzubauen. Wow, kommt noch mal Orks runter. Noch mehr Elemente einzubauen und das haben sie jetzt ja auch tatsächlich gemacht. Ich meine, das Inventar und das Charakter-Rad hier ist auch neu. Ich meine, und Lego-Spiele waren ja schon immer eigentlich ganz witzig. Also verkaufen sich auch erstaunlich gut die Teile. Ja, das stimmt. Ja. Wow, ich stehe immer da, wo die rauskommen und dann kann ich nichts machen, wenn die gleich draufhauen. Ich glaube, ich muss die Türe nochmal zerstören, dann krieg ich noch ein bisschen Geld. Ah, und wir müssen in den Schicksalsberg hinein. Ich bin natürlich der Idiot, der ihn nicht ins Feuer schmeißt. Das muss natürlich sein, dass ich da bin. Ha! Wirf ihn ins Feuer! Vernichte ihn! Nein. Isildur!
Doch die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Und der Ring der Macht besitzt einen eigenen Willen. Warte, was jetzt? Er setzt ihn auf die Hand so drauf. Er beriet Isildur und brachte ihn den Tod. Aber es ist echt exakt und übernommen. Das ist so ja, krass. Gut, nicht ganz, aber. Naja, ich meine, aber von den Kameraeinstellungen und alles. Ja, ja, das schon echt. Finde ich auch cool. Ich finde es vor allem witzig, wenn diese kleinen Plastikfigürchen dann so epische Stimmen haben. Ja. Wusste niemand. Das gibt es ja auch noch nicht so lange mit den Sprechern. Das ist, weil es war ja immer nur so. So Sachen gab es ja bis jetzt. Ah, Gollum. Der Ring geriet dem Geschöpf Gollum in die Hände, der ihn tief hinein in das Nebelgebirge trug. 500 Jahre lang vergiftete er dessen Verstand. Doch dann geschah etwas, was der Ring nicht beabsichtigt hatte. Er wurde von dem unwahrscheinlichsten Geschöpf gefunden, das man sich vorstellen kann. Was ist das? Von einem Hobbit, Bilbo Beutlin aus dem Auenland. Ein Ring. Yeah, Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Was hast du gesagt? Ich hab hier jetzt erschrocken, als die Controller jetzt angefangen hat zu befehlen. Oh, Isildur! Und die Kreise sind bei uns jetzt gerade eher. Eher ein bisschen eierförmig. Ich hoffe, das ändert sich gleich mal. Einige Charaktere, oder? Ja. Wie viel Prozent haben wir? Nur so als Information, ich hab mit meinem Bruder 100%. Nein, und natürlich muss deine Nazgul-Stimme kommen. Es gibt's nicht. Aber wir werden das Spiel schon mal nicht 100% durchspielen. Ja gut, das ist bei Lego-Spielen ja immer so ein bisschen knifflig, würde ich mal so behaupten. Und irgendwann ist es echt nur noch Arbeit, das zu machen und nicht mehr wirklich Spielspaß. Ja. Vor allem die roten Steine einzusammeln dann auch noch. Und genau das ist das Tolle, man kriegt jetzt für die Mission so Mithril-Erz. Das kann man dann verwenden so für Rüstungen, so beim so Schmied. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Hast du also vor, deinen Plan durchzuführen? Ja, ja, alles ist bereit. Sämtliche Vorkehrungen sind getroffen. Ich bin alt, Gandalf. Ich brauche Ferien. Du wirst ein Auge auf Frodo haben, ja? Zwei Augen. So oft ich sie entbehren kann. Ich hinterlasse ihm natürlich alles. Was ist mit deinem Ring? Bleibt er auch hier? Du hast recht, Gandalf. Der Ring muss an Frodo gehen. Bilbo? Hm? Du hast ja den Ring immer noch in der Tasche. Ja. Leb wohl, Gandalf. Leb wohl, lieber Bilbo. Die Straße gleitet fort, weg von der Tür. Bis zu unserem nächsten Treffen. Bilbo! Gandalf? Er ist weg, nicht wahr? Er hat sich zu den Elben aufgemacht. Ein Ring, sie zu knechten. Sie alle zu finden. Ins Dunkel zu treiben. Und wirft ihn den Kaffee anstatt ins Feuer, weil es so dumm, so bekloppt. Und jetzt kommt die Schrift natürlich. Ja. Und das ist halt eine typische Lego. Geschmiedet vom dunklen Herrscher Sauron. Sauron braucht nur diesen Ring, um alles in eine zweite Finsternis zu hüllen. Frodo, er darf ihn niemals finden. Duck dich! Bei meinem Barte, Samwise Gamgee, hast du etwa gehorcht? Ich gehorche immer aufs Wort, ehrlich. Oh! Wo soll ich hin? Geh nach Bree. Ich werde dort auf dich warten, im Gasthaus zum tänzelnden Pony. Wie ich scheiße. Muss zum Obersten meines Ordens. Er weiß Rat.
Oh, oh, wie scheiße. Oh. Halt ihn geheim. Er weint gut. Die Stimme ist aber die übelste Thaddäus-Stimme. Das ist wirklich der Sprecher von Thaddäus. Ja. Ich glaube schon. Also es klingt schon äußerst nach Thaddäus. Naja. Thaddäus, Mensch. Thaddäus und Herr der Ringe. Aber ich bin der richtige Flash wieder von der Spielwelt und von der Musik. Also es hat mich echt den Bann gezogen. Ja, ist echt geil gemacht. Also muss man schon sagen. Ja, und ich denke, das war es jetzt auch schon so für den ersten Part. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich dann erstmal die offene Stadt hier erkunden. Achso, na, das ist das Blitzscreen endlich auch mal irgendwie ein bisschen. Ja, dann ist es besser jetzt gemacht, ja, genau. Also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Stopp für diesen Part und es wäre cool, wenn ihr mitschaut, wenn wir weiterspielen und ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann, ciao!